Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem World of Tanks Video. Heute habe ich den Algo dabei und der Algo ist ja ein professioneller World of Tanks Spieler und er bringt mir ein bisschen die Badchat bei. Auf seinem Kanal gibt es ein Video, wo wir versuchen, mit der Badchat ein bisschen umzugehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit dem Teil nicht klar. Ne? Die Badchat ist für mich ein absoluter Nemesis und ja, ich habe da so meine Probleme. Deswegen hat der Algo sich bereit erklärt, uns mal ein bisschen zu zeigen, wie man mit der Badchat am besten umgeht, da ich es tatsächlich nicht kann. Hallo Algo. Herzlich willkommen. Hi Jungs, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mu, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin ganz gespannt. Also die Runden davor liefen doch schon echt ganz gut. Und sprich nur für dich selbst. Ja gut, ich fand jetzt, wie gesagt, auf Himmelsdorf beispielsweise haben wir sehr gut zusammengespielt. Und ich bin gespannt, was die nächsten Runden jetzt bringen. Genau, das Video gibt es auf dem Kanal von Algo unten verlinkt. So, ich habe entspiegelte Optik drin, ich habe den Stabi drin und ich habe die Lüftung drin. Genau, also da ist die Lüftung drin. Was ich dir schon mal direkt empfehlen kann, wenn du Badget fährst, ich sag mal in einem Clan War, wenn du spottest mit einer Badget in einer Clan-Situation, ist es wahrscheinlich besser, also ist es nicht wahrscheinlich, sondern es ist besser, wenn du eine Lüftung drin hast. Mhm. Im Random generell reicht dir eine Optik. Ich spiele die Badget mit einem Stabilisator und einem Waffenrichtantrieb. Das ermöglicht dir halt teilweise Schüsse zu setzen, wo Gegner sagen, oh, wie hat der denn jetzt getroffen? Wie war der denn jetzt so schnell eingeaimt, ja? Zusätzlich spiele ich natürlich auch noch mit Ration. Das gibt natürlich auch nochmal einen enormen Boost. Brennen tue ich in der Badchat halt wirklich ganz, ganz selten nur. Okay, habe ich jetzt auch gemacht und ich bin gespannt. Und mal gucken, was wir hier so machen können. Die Badchat ist ja immer noch eines der absolut wichtigsten Fahrzeuge im Clan War, ne? Ich sage mal, durch die neue Meta, ja, würde ich nicht ganz unterschreiben. Du nimmst teilweise immer noch mal eine Spotter-Badget mit, die unterstützt. Aber generell nimmst du halt viele Super Conqueror, 907 vor allen Dingen, wer es halt nicht hat, Russen-Mediums dementsprechend. Und WZ-Heavies, ja, 113er die Richtung. Und das ist sehr, sehr viel Hybrid. 260 etc., das ist also momentan eine sehr Hybrid-Meta, möchte ich es formulieren. Ja, das ist interessant, weil als ich noch aktiv mit Jumbo und so weiter unterwegs war, war die Badget nicht wegzudenken. Definitiv, also ganz früher war die Badget ja das A und O, du hast dann 3-4 Badgets genommen, bist über eine Seite gefahren, die haben es alleine geklärt. Aber heutzutage, sage ich mal, gegen 907 etc., sieht die Badget teilweise mau aus. Ja gut, was sehen wir jetzt hier? 5-10 Matchmaking und eine Art, ich würde jetzt generell erstmal Mitte fahren. Abcovern nach hier oben in diesem Bereich, was kommt und dementsprechend dann rotieren. Viele Leute vergessen auch immer wieder mal eine Rotation einzulegen. Ja? Guckt euch die Minimap an, seht alles klar. Rechts dieser Flanke fällt, dann pushe ich links mit. Ja? Sucht mir eine schöne Position, damit ich die rechte Flanke, die gefallen ist, dementsprechend später wieder weiter unterstützen kann. Weil es bringt keinem was, wenn ihr alleine auf eine Seite fahrt und dann sterbt. Schön ruhig, pass auf, vielleicht hinten auf Sniper wie Krille, E4 und Co. Oh, sehr schön, hier vorne haben wir einen. Aber ich krieg nicht getrackt. Ah, ärgerlich. Alles gut. Kriegst du ihn raus? Nee. Wir haben super Damage gemacht auf ihn. Ich habe noch einen Schuss reinbekommen. Drei Schuss habe ich noch. Ich habe noch 4. Ati hat auch auf mich geschossen gehabt. Das ist aber auch wieder keine Karte, die uns wirklich entgegenkommt, weil wir hier einfach wenig Platz zu manövrieren haben. Richtig, ja, und wenig, sage ich mal, Position, wo die Medium super gut stehen kann. Ich würde schon bald fast vorschlagen, dass einer hochrotiert mit der Badget und einer Mitte stationär stehen bleibt, um zu covern, um defensiv mitzuarbeiten. Möchtest du hochfahren und hier mitarbeiten oder möchtest du lieber in der Mitte stehen bleiben? Was meinst du mit hochfahren? Außenlagen mit dem T54 zusammenarbeiten. Dann fahr ich da mal außen rum. Wir haben das 140 jetzt in der. Pass auf, wir fahren beide zusammen. Somit können wir dann auch schön pushen und vor allen Dingen auch schön reinsnipen. Ja? Okay, aber ich bin gerade im Reload. Weil wir haben das. Genau, alles gut. Geh auch mal in Reload, also lieber in so einer Situation. Sehr schön, dass du schon Reload gehst. Wir haben ja 30 Sekunden lang nichts zu tun, sage ich mal. Ja, es bringt uns jetzt nichts, für Schuss drin zu halten. Da lade ich lieber 30 Sekunden nach. Zack, hab 5 Stück ready. Das siehst du oben, okay, da oben kommen schon welche. Da fahren wir jetzt hin und holen uns die. Wir haben jetzt aber unser Objekt 140 da ein bisschen im Stich gelassen. Ich hoffe, der wird nicht gepusht.
der kann gar nicht gepusht werden, weil er genug Cover hat hier. Deswegen machen wir den Move, damit wir die obere das Seite... Das denke ich auch immer, wenn ich da vorne stehe. Gut, wenn sie machen ein bisschen langsamer, ich bin noch nicht da. Der 54er dreht gerade noch mit um, weil er sieht, okay, wir bekommen Cover. War noch nicht offen, ne? Genau, alles gut, lass ihn ein bisschen reinkommen, lass ihn reinkommen, lass ihn reinkommen. Und jetzt biegen wir raus, und jetzt biegen wir raus. Und jetzt holen wir uns den. Nicht zu weit vorfahren. Ich wollte an dir vorbei. Genau. Ich habe ihn getrackt, sauber. So, zwei Schuss habe ich noch. Ich habe drei. Okay, ich bin zusammen noch fünf, also brauchen wir nicht wirklich Reload gehen. Wir gucken mal ganz langsam, ob da vorne was ist. Okay, ja, hat geschossen was. Für 30-2. Können wir mal reinpieken, lass uns reinpieken, lass uns reinpieken. Ati hat. Einen Schuss habe ich noch, Mu. Ich habe auch noch einen. Mu, ich bin leer, ich bin leer. Fahr zurück. Lass dich runterfallen. Genau. Der Stein ist in der Shit, bin am Stein hängen. Genau, in so einer Situation, du bist da direkt drauf gefahren. Was ich jetzt hier gemacht hätte, defensiv erstmal gespielt, ganz einfach, weil der 432 kann sich da kaum safe stellen. Ja? Er kann, wenn, vorne rausfahren, ja, das kann er machen, aber bringt ihm effizient wenig, weil wir die ganze Zeit da reinschießen können. Von der Position aus hier sind wir von der Mitte safe, ja, wenn die hier stehen und mich absnipen wollen. Wenn wir vorfahren, haben wir das Crossfire von Arti, PTA und 432. Mhm. Ja, ich hatte gedacht, ich krieg da den Gang noch. Das ist natürlich. Aber durch den Arti-Treffer war ich so gestunt, dass dieses Ding sich nicht bewegt hat. Jetzt so, jetzt hat sich der abhauen. Genau. Ich kann ganz schlecht nur abhauen, wenn ich nämlich jetzt oben rumfahre. Schießt mich der 1520 ab. Fahre ich noch weiter, können die wieder reinarbeiten. Ich muss jetzt halt erstmal. Ich kann versuchen, jetzt durch Skill. Also durch Skill ist immer Anführungsstrich, aber so einen Move zu machen, einen Peak, dass ich ihn praktisch raushole. Ja, aber du fährst halt trotzdem mit stationären Kanonen. Das ist nicht einfach. Und ja, ich versuche jetzt gerade erstmal auf den 50 hier reinzukommen. Oh, du bist eine Badshot, da geht alles durch. Okay, der pusht jetzt hier rein. Das heißt, ich drehe mich nach oben. So, ich habe jetzt gesehen, hat. Genau, ich kann aber nicht rumziehen. Guck jetzt auf meinen Mate, der hat 500 AP, das ist okay. Tu mich jetzt wieder schön an den Stein ranziehen, sehr gut. Jetzt können wir nämlich unsere Mates ihn supporten, ja. Also, wir kriegen jetzt Hilfe. Oder, beziehungsweise ich bekomme jetzt gerade Hilfe. Sehr schön. So, jetzt warte ich natürlich ab, bis ich wieder unspotted bin. Bleibe definitiv noch am Stein, wovon ich safe bin, von oben und von unten. Oh, eine ganz oft gestellte Frage bei mir auf den Kommentaren ist, woran merkt man, dass man unspotted ist? Woran merke ich, dass ich unspotted ist? Ja, wenn ich jetzt sage, ja, das liegt im Gefühl, ist natürlich erstmal generell falsch. So, die Situation ist jetzt weiß ich genau, jetzt bin ich, also ich bin jetzt definitiv unspotted, weil, die einzigen Panzer, die mich spotten könnten, wären jetzt die zwei hier unten und der 1520, genau. Und da keine Sichtlinie, ja, zu mir ist, ist es natürlich auch unmöglich, dass er mich spottet. Also nach das 10 ist praktisch, Sekunden gehst du dann halt genau, wieder zu. Genau. Also man kann generell zwischen 7 und 10 Sekunden, kann man sagen, alles klar. Ich warte jetzt so lange hinter einem Bergfels, hinter einer Position und danach erst biege ich wieder vor oder mache einen Move, weil dann weiß ich, dass ich unspottet bin. Jetzt aim ich zum Beispiel den Lightweight ab, wenn er jetzt hier hochpiekt. Genau, so. Gehe ich wieder Reload. So, ich drehe jetzt um, weil der Weg hier voll ist. E50, letzten drei Leute live. Somit kann ich schon meine Route planen, wie ich fahre. Ich werde jetzt hier reinziehen, mir die Arti holen. Also, sagen wir es, versuchen die Arti zu holen. Und dann in E50, ja, in die Seite zu schießen, zu flankieren. Wichtig ist mir jetzt auch nicht der Damage hier in so einer Runde, sondern für mich zählt einfach der Sieg. Genau, Schaden ist wichtiger als Damage. Nee, Sieg! Das war soll er mich aufs Korn? Ich weiß, soll er mich aufs Korn nehmen. E50 ist nicht mehr da. Das ist natürlich gefährlich, da kann jetzt hier überall Halter und irgendwo stehen und auf dich warten. Richtig, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass er hinten steht. Deswegen ziehe ich jetzt gleich hier links rüber. Weil ich bin auch spotted, genau, wie du es gecallt hast. Also da auch schön, dass du es erkannt hast. Deswegen bin ich ja direkt hier rüber gezogen. Das ist die einzige Gefahr, gerade noch die Arti, die mich holen kann, könnte. Die fährt aber gerade. Und jetzt ziehe ich praktisch so langsam, gucke ich, dass ich etwas weiter vorne rankomme. Fahre jetzt mal einen Busch hier, spiele das Ganze ganz in Ruhe runter. Muss hier nichts überstürzen. Na, wenn er was will, wird er zuerst gesehen. Richtig, genau. Und wenn er nicht, wenn er jetzt hier nochmal aufgeht, dann pushe ich einfach ganz eiskalt ran. Ich sehe jetzt auf der anderen Seite auch, beide TDs fahren close, wollen jetzt hier praktisch von hinten flankieren, das ist super. Und ich habe wie gesagt Zeit,
alle Zeit der Welt sogar. Und lass jetzt einfach zusammen mit meinem Team, ja, arbeiten. Alle Zeit der Welt, in diesem Augenblick 7 Minuten. 40. Minuten, 9, ja genau. So, links ist ein Baum gefallen. Das heißt, ich fahre schon mal ein Stückchen weiter zurück. Also hier links unten, in diesem Bereich ist Baum gefallen. Ich schätze mal, er wird ganz außen rumfahren. So, T54 müssten jetzt aber gleich sehen, wenn er dich angreifen will. Gut, dann können jetzt natürlich auch wieder nach dem Motto No Risk No Fun gehen und einfach mal drauf fahren. Die Runde ist gewonnen. Aber ich möchte es ja ganz mal souverän runterspielen. Auch ruhig mal die Patience, ja, das heißt, ruhig mal ruhig bleiben. Ganz entspannt sich die Situation anschauen. Muss ich jetzt vorpushen, lieber etwas länger warten und dafür den Panzer live halten und die Runde ganz, ganz sicher gewinnen. So, jetzt sehe ich, der 54er ist schon hier vorne, der wäre sonst schon spotted. Deswegen ziehe ich jetzt mal nach vorne. Fahre jetzt nicht durchs Cap, sonst weiß er natürlich, oh, da, hallo, da steht vorne jemand im Cap. Fahre ich schon außen rum. Flankieren von hinten. Und verschießt natürlich den Schuss, der den Kindschutz hätte sein können. Aber gut, Sieg ist Sieg, das ist das Wichtigste. In letzter Zeit gibt es allerdings sehr, sehr viele Schlauchmaps, was die Battlefield nicht gerade einfach macht. Gerade für jemanden, der sie nicht mag, wie ich zum Beispiel, finde ich die derzeit echt schwierig zu spielen. Und da mache ich mal einen großen Bogen drum. Gut, ja, ich sag mal, Schlauchmaps ist halt das Problem. Das ist halt die Sache von der Badchat. Wenn man mit einer Badchat irgendwo primär hinfährt und man da eine 907, ein 430 U, ein S-Konk, ein Hybrid Heavy 260, 113er WZ entgegenkommt, dann hat man natürlich ein dickes Problem. Ne? Da kann man kaum was machen, außer einer Relocation, also die Position ändern, versuchen über eine andere Flanke anzugreifen und ja. Okay, Frage. Gibt es hier eine Möglichkeit vom Reload her, sich schon auf F3 zu positionieren, um die Lights abzuschießen, die auf die 5er-Linie hoch wollen? Schaffen wir das? Reload-technisch bist du nicht durch, wenn du hier vorne stehst und versuchst, die Lights abzuschießen. Generell siehst du auch jetzt im Gegnerteam 4 Autoloader. Wir müssen halt jetzt erstmal schauen. Ich würde trotzdem die linke Seite generell erstmal angehen wollen. Dich aber etwas weiter im defensiveren Bereich lassen, was mehr entspannter ist. Und ich würde vorne auf die C7er-Position hinfahren, wo du halt extrem viel schauen musst, extrem, ja, fit sein musst, sag ich mal, in dem Panzer. Und das würde ich jetzt, ist noch etwas zu früh. Viel zu früh. So eine Position anzuspielen. Das ist aber auch wirklich so. Viele sagen immer, ja, der Panzer ist doof oder was auch immer. Das ist nicht immer der Fall. Also man braucht mindestens 100 Gefechte, um mit dem Panzer klarzukommen, um Stärken und Schwächen in jedem Kartengebiet oder was auch immer wirklich perfekt bestimmen zu können. Ja. So, bis jetzt sind die 3 Badgets noch nicht spotted. Kann man gut vorstellen, dass die jetzt, wie gesagt, hier oben durchkommen. Sollten sie einfach hier durchpushen, bring dich in eine Position. Also sind hier unten, hast du es gesehen auf der Minikarte? Ja. Das heißt, du so, hast da oben eigentlich Freeplay. Auf den kann relativ, ich nicht deinen Weg. Ja. So, da ist ein PvP da oben, alles klar. So, jetzt schätzen wir ein, WZ ist unten, Badgets sind unten. PvP ist alleine, ist nicht ein Platoon. So, dann gucken wir ein bisschen weiter, was haben wir noch alles, was fehlt. Badger AP spottet. P30 ist unten schon spottet. Und jetzt würde ich schon fast vorschlagen, komm mit dran, fahr außen rum über diese Position und wir drücken zusammen das TVP, den TVP weg. Ah ja. Oh. M103, okay. Ich habe 93 übersehen, sorry. So, wir haben jetzt so zudem noch ein WZ hier. Aber wenn der 55 Alpha beispielsweise mitkommt, können wir schon den Move durchführen. Boah, bitte. Okay, ich bin aufgegangen. Okay, nevermind. Der Leiter ist noch da. Wir brechen den Move ab. Guck mal, warte mal. Hinter dir ist auf jeden Fall noch der Leiter.
Also. Ich bin im Reload, also brech den Move ab bitte und mach wieder defensiv, ja? Versuch genau den WZ mit abzuschießen, genau. Oh, da komme ich nie drauf. Okay. Ja, noch wenig Möglichkeiten hier irgendwie zuzugreifen. Es liegt einfach daran, dass, ja, Schlauchmap, alle stehen sie, Halldown. Genau. Und da ist jetzt wenig Möglichkeit. Hier oben die Position, können theoretisch hier reinschießen. Wenn wir jetzt vordrücken, haben die eine theoretisch bessere Position mit dem TVP. Und unten halten die noch relativ, aber wir können halt momentan in keiner Seite vorstoßen. Der 55er fährt jetzt ein Stückchen vor, ich backup ihn jetzt einfach, bin jetzt nur sein Cover. Also wenn er jetzt vorfahren sollte, dann kann ich ihn definitiv unterstützen. Wenn wir halt hochfahren, könnte uns der T10 beschießen aus der Mitte, ist halt auch wieder nervig. Beispielsweise, ja, richtig. Was ein möglicher Move wäre, wenn die hier nach vorne fahren, könnten wir auf die hier reinfahren. Ja. Mhm. Das wäre möglich. So, jetzt steht der TVP ganz aggressiv da vorne. So, kein Problem, steht safe. Ist alles gut. Guck mal, dass die Bedjet mit oben abcoverst, wenn sie kommt. Oh. Was man machen könnte, wäre fahr jetzt mit. Jetzt kommen alle mit. Jetzt müssen wir zusammen pushen, ganz wichtig jetzt. Bin dabei. TVP minus 2. Minus 3. Und jetzt einfach rein, genau. Sauber. Und jetzt einfach oben durchdrücken. Drei habe ich noch. Genau, ich habe 3, ich fahre jetzt schon mal runter, weil oben komme ich eh nicht mehr hin. Du hast jetzt noch genug Möglichkeit, Damage zu machen. Und danach würde ich dir raten, auch mit wieder umzudrehen. Ein Badger kriege ich nicht mehr, gehen reloaden zu dir. Genau, komm in Reload und komm wieder zurück. Dann können wir auf diese Seite hier agieren. Die Adi hat mich ein bisschen überrascht hier oben. Gut, das hätte ich jetzt, damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber ja, so ungeahnte Sachen machen es ja dann doch immer wieder interessant, ja? Was jetzt, wie man drauf reagiert. So, T10 steht da oben. Ich könnte auf den T10, aber ich habe noch Reload. Ja, jetzt nicht mehr. Ich gerade mal schauen, wo er steht. So, ich drücke jetzt vor, Achtung, könnten rechts die Panzer aufgehen. So, jetzt kommen wir wieder mit vor, die T10 zieht sich zurück, da ist der Leo. Ja, hier sind wir viel zu holen. Ich such mal den Jagdflieger. Genau, da könnte noch gut was dran sein. Ja, der ist noch voll. Ja, noch. Das war jetzt ein bisschen zäh, das Game, weil wir hatten einfach keine Möglichkeit, irgendwo zuzugreifen, ohne uns zu wechseln. Genau, also da, richtig, da war so ein bisschen auch wieder die Panzerung die Geschichte, wir mussten erstmal die Position halten und schlussendlich konnten wir dann doch reinpushen. Och lol, der steht auf der Seite. Der arme Mensch. Ja, ich habe mich jetzt auf ihn draufgestellt, ich komme nicht mehr weg. Okay, warte, ich fahr dich frei, warte. Ja, ist wurscht, ich sehe nur noch die eine Bad-Chat, die ist One-Shot. So, ich glaub nicht, ich bin nicht stark genug. Die Bedjet, hol dir die Bedjet. Dann lass mal den Algo hier liegen. Aber wir liegen cool. Ja, ich muss schon sagen, also hat schon Style, ja, nicht jeder schafft sowas. Sieht gemütlich aus auf jeden Fall. Definitiv. Kuschel mit einem Gegnerjagdtiger. Alle Leonidas, das schiebt mich raus. Das ja, vielen Dank, Mann. Ist das genau das Problem, was ich mit der Bedjet habe? Die ist einfach so nicht wirklich universell genug für meine Zwecke. Fahr euch ins Cap rein und farm dir ein paar Effizienzpunkte. Ah ja, die sind wichtig, habe ich gehört. Mhm, ja. Gut, da muss man aber mal ein Lob fürs Team da lassen. Das haben die echt gut gemacht. Ohne uns. Definitiv quasi. Unten. Richtig, sehr schön gehalten unten. Oben kam dann eine Full HP Bedjet mit und wir haben dann oben schön drücken können. Das war optimal. Man muss ja auch mal loben.
Genau, das ist wichtig. Das finde ich, wird nämlich auch so ein bisschen, ja, zu wenig gemacht. Wenn was Gutes passiert in World of Tanks oder was, ja, gemacht wird, kann man ruhig mal Danke sagen. Und ich mit meinen 500 Schaden hier habe eigentlich nur zugeguckt. Aber wirklich, mit jedem anderen Fahrzeug hätten wir weit mehr machen können. Genau, mit dem 907 hätten wir beispielsweise, oder sagen wir 140, hätten wir hochdrücken können, hätten gegen den TVP angehen können. Mit der Badgehead keine Turmpanzerung, kaum Elevation. Ist es sehr, sehr schwierig, ja, da auf die Zahlen zu kommen. Okay, ich werde auf jeden Fall weiter üben. Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Algo, dass du ihr uns mal ein paar Ratschläge dagelassen hast. Und wenn ihr da draußen irgendwie mit einem Fahrzeug nicht klarkommt, was ich hier zufälligerweise in der Garage habe, am besten Tier 10, sagt einfach Bescheid und dann gucken wir uns das nächste Mal an. Genau, ich freue mich auf die nächsten Runden mit dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung heute. Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Auch im Januar 2019 gibt es wieder einige großzügige Spenden aus der Herde. Die Hüter der Herde, das Eisenschwein 2, Nikihi 87 und Puma XXL. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Und natürlich auch an den lieben Betreuer der Herde, Erl. Ohne dich würde es nicht gehen. Und nochmal besonderen Dank an Hessen Metro und Kaloi. Das Ganze wie immer über tipi.com/motility. Dankeschön, liebe Leute.